Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück mal wieder zu einer neuen Folge Phasmophobia. Dieses Mal mit dabei sind wieder Marina und Hiski und ganz neu mit dabei German Horror Guy. Herzlich willkommen, hallo. Hallo. Ist eine hübsche Deck, oder? Ja, ne? So, in der letzten Folge hatten wir hier aufgehört und ja, wir wollen mal gucken, ob wir es jetzt herausfinden, um welchen Geist es sich handelt. Ja, falls. Falls, ja. Falls, Ja, aber was macht denn der Geist, dieses Dots-Ding? Was sagt uns das denn? Das grüne Teil da. auf der Streppe, wo man da dem Wattebärchen bist. Entschuldigung. Dieses Dots-Ding, was können wir damit denn erreichen mit dem Ding? War das jetzt so lustig, wenn ich das gefragt Also, ja, wenn der gibt halt ein Signal, dann wird er, glaube ich, rot oder so und dann können wir das im Buch eintragen. Ach so. Irgendwas ist Ah, hier eingefallen. okay. Schreib bitte ins andere Büchlein, ja? Du hast auch ein Journal jetzt. Guck mal, ich habe ein Im Pad Geiste. gemacht. Wollen wir ein Gruppenfoto machen? Oh, Einmal ja, so alle. das geht. Einmal bitte auf, weil ich muss das Licht anmachen. Es geht nicht anders. Ein bisschen Was Licht. geht jetzt? So ein Foto. Sehr schön. Sehr schön. Oh, so ist noch schöner. Wunderschön. Ja, bloß. Nö. Sie hat uns gerade dazu geguckt, ne? Ja, ich mach ein Foto, Kein. komm, ich will mit drauf Foto sein. Du bist auf zwei Fotos drauf. Wer? Der Geist? Du. Ich rede vom Geist. Ach so. Weil das Ding ist gerade auf drei, Stufe 3 ausgestanden. Aber nicht fünf. Es piept mir immer so ein schönes Geräusch, ja, das stimmt. Ich will Stufe 5 Weiß haben. denn der Chat schon? Hat er schon vielleicht so eine Nö. Vermutung? Ne? Der Chat hat Also. geschrieben, wenn Phasmo modbar wäre, würde ich sagen, ihr müsst in die Fassbier-Location aufsuchen. Viel Glück mit den Animatronics. Wir sind hier nicht bei Five Nights at Freddy's. Stufe 5. Geht schön. Fünf. Stufe 5, ja, hast du. So, Beweise, Stufe 5. EMF 5. Gin, Goy oder Obake? Ne, Obake, warte mal, ne, Obake. Furchtbar gezweifelt, wenn die viele Formen annehmen Ich können. würde Oder ja man die Form annehmen, Goryu. um ihre Body. Das ist aber selten eine Spur. Manchmal wird sich Geist und hinterlässt dann an sich auf die Spur. Aber es ist auch Geisterorb. Aber Geisterorb habe ich bis jetzt kein letztes Mal gesehen, ne? Es könnte doch. Ein Djinn. Was ist Yes. denn, wenn es ein Goryu. Mailing ist? Kann das sein? Der soll relativ laut sein und aktiv. Hat die da nicht irgendwie rumgeschrien oder so, die gute Frau? Paranormale Ja. Geräusche. Die wollte singen und dann nennt die das im Buch paranormale Geräusche. Ja, Oh vielleicht hat ja. sie super Scheiße gesungen. Was hast du gesagt gehabt? Welches? Meiling. Mailing. Was ist ein Mailing? Ich denke mal, es ist ja Goryu. Ich habe ein Gefühl, es ist Goryu. Haben Weil wir die den müsste Mailing ins. ausgeschlossen? Bei Der müsste Meiling doch müsste links ja sein. ins Geisterbuch schreiben. Ja. Das Ach tut sie stimmt, der nicht. schreibt nicht ins Geisterbuch, ne? Aber das mit den humanoiden Formen ist auch nicht schlecht, ne? Wegen, Wo? weil wir die ja gesehen haben. Ja, Bei der Gin Obake ist. ist das. Achso, du hast Ach sie stimmt, gesehen? ja, wir haben ja alle gesehen. Ich habe sie nicht Als gesehen. Ich haben war sie nur doch einfach in alle der Ecke und gesehen auf hab. dem Nee, nee, Flur. ich Als nicht. du Bart warst, Ich haben die nicht. alle vor dem Bart stehen sehen. Ja. Wirklich aufrecht. Genau. Ich habe mich richtig versteckt. Ich wollte nichts sehen. Das war Stufe 5. Immerhin haben wir jetzt einen Beweis. Einen Beweis in der Hierin. Nehmen Sie schon mal mehr. Geisterorb müssten wir dann sehen. Ich habe doch. Ich habe einen Platz frei. Boah, schwierig, Leute, ey. Weißt du, oh, hier. Ja, Stufe 9 von 10 bei der Aktivität. Ich fasse es nicht. Okay, was. Ja, die Kerze, die bringt uns nichts, ne? Oder? Nee, ich glaube, die bringt wirklich nichts. Der Teppich? Nee. Ist mit dem Ich Buch kann. noch irgendwas Weiß passiert, jemand, wie man die Michael? Kamera drehen kann? Hab's. Weiß das jemand? Linksklick gedrückt halten. Ah. Ja. Genau, Gesundheit. Gesundheit. Dankeschön. Ups. Gesundheit. Oh, Ah,
in dem Buch ist auch nichts los, Alter. Schreib ins Buch. Gib uns ein Zeichen. Wie heißt du? Wie ist dein Name? Wo bist du gestorben? An was bist du gestorben? Nerven wir dich? Warte, Nerven wir dich? Naja, ich würde sagen, ja, grundsätzlich schon. Wie mache ich die Kamera an? Die Videokamera? Ist die nicht schon an? Guck mal am Van, Hisky. Oder ist er da nicht hingelaufen? Ah, nee, er kann mich nicht hören, ne? Ich glaube nicht auf die Distanz. Ist die Kamera eigentlich an, ja, oder? Ja. Ja, die passt. Ja. Wenn du so aufstellst, ja. Ja, das passt. Okay. Kamera ist an. Nämlich, pass auf. Ja. Vielleicht sollte man das Licht ausschalten. Ja. So. So. Genau, einmal schön. Ein Zeichen. Aber jetzt, ich will erstmal auf diese. Da gucken wir auf die Kamera. Hisky, geh mal bitte weg. Ach, die hören mich ja gar nicht. Hori, geh mal bitte weg. So, ja, super, ich sehe nichts. Aber was würde man denn da jetzt sehen? Ein ne? Geisterorb, den denke ich bei Nachtsicht. Ach, nur den Geisterorb. Ja. So. Deswegen schaue ich da gerade angestrengt, aber irgendwo ist leider noch nicht. Ach, diese Dots-Projekte, ne? Hey, dieser Dots-Projekt muss leider weg. Okay. Also. Oh, Dots-Projektor! Dots-Projektor! Dots. Gorio. Gorio, ja, genau. Bin ich Oreo, sondern. Okay. Schon heftig, ey. Hat sie im Schrank versteckt? Nee. Sie stand irgendwo im Zimmer rum und hat rot geleuchtet. Das war aber der Projektor, oder? Ach, guck mal, Tori. Hori, guck mal hier deine Sanity. Ah, oh ja. Gut bei mir. Wie muss man denn noch diese Sanity-Pillen kaufen? Eigentlich. Also habt ihr das auch? EMF Level 5, Fingerabdrücke, Dots, Projektor, Gorio. Mhm. Ja. Okay, also ist ein Gorio, oder? Ja. Okay. Höchstwahrscheinlich, ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Und keiner gestorben. Ja. Nö, ist doch super. Gucken wir mal. Schön Monetas. Nein! Obake, was? Hä? Aber wir haben noch Fingerabdrücke gehabt. Wir haben eben F5. Ja. Wir hatten Dots. Ja. Hä? Also Dots, ja, gut. Na, keine Ahnung. Haben mehrere, kann es sein, dass die Geister. Nee, das kann nicht sein, wir wählen ja aus. Ich hab keine Ahnung. Egal. Ich habe irgendwas freigeschaltet, aber irgendjemand steht mir im Weg, danke. Bewegungssensor und Dots-Projektor freigeschaltet, okay? Hä? Boah, ich bin sogar ein Level aufgestiegen, unglaublich. So, Thermo. So, Leute, was wollen wir einsacken? Alles. Thermo auf jeden Fall. Ihr kann jemand anders noch Thermo kaufen, falls ich versterbe. Thermometer? Ja. Hm? Oh Gott. Gesundheit? Fragezeichen? Dankeschön. Ich habe mir gerade die Nase geschnappt. Ich habe es mir rausgeschnitten. Was ist mit Räucherstäbchen? Die könnte man doch mal gebrauchen, ne? Ja, können wir Räucherstäbchen, stimmt. Komm, warum also, nicht? Haben wir Feuerzeug? Ja, Feuerzeug haben wir. Haben wir die starken Taschenlampen? Haben wir auch, sehr schön. Thermometer haben wir nur eins. Echt uns das? Nee, zwei haben wir. Nee, zwei haben wir jetzt. Ah ja, okay. Kerze, Feuerzeug. Sieht doch eigentlich ganz gut aus, ne? Mhm. Das ist eigentlich ein Parabolmikrofon. Damit kannst du. Steht doch nicht da. Paranormale Geräusche durch Wände und in großer Entfernung wiedergeben. Es stellt eine tragbare Version des Schallsensors dar. Okay, schick. Gibt's aber erst ab Level 7, hat noch keiner von uns. Haben wir ein Stativ eigentlich? Nee, ne? Doch. Oder? Ich glaube, das haben wir irgendwo vergessen. Stativ. Wir hatten mal zwei, aber irgendwie haben wir jetzt keine mehr. Warum auch immer. So.
Ja, denn... Haben wir auch Stativ jetzt. Zwei sogar. Mit zwei Stativen. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Das gemacht. Bei einer Kamera macht das sehr viel Sinn. Wir können mehrere Videokameras. Hey, das ist voll die Idee. Ja. Warte, wie viel kostet denn der Spaß? Oh, 50. Grad noch. Wir können 6 Videokameras insgesamt haben, ne? Ach du liebe Güte. Nein, das ist Kameras. Dann eine Kopfkamera. Ach, benötigtes Level 8. Eine Kamera am so Kopf, Buggy. Statt den Hand. Ja. Genau, so eine Kopftaschenlampe. Ist wie so eine Stirnlampe, nur ein anders, ja, ne? Ja, nur mit Kamera. Ja, okay. So eine GoPro. Ja, muss auch mal dusselig sein, ne? Das ist halt... Ja. Auch mal, ne? Da wir ja jetzt neu grundsätzlich drin sind. Hallo. Herrlich. Was? Ich hab mit der Türdame geredet. Achso. Die hat mir ein Brötchen angeboten. Oh, muss ich schon wieder? Oh, come on. Guck mal, das Gruppenbild! Gruppenfotos! Schau dich mal an! Stimmt, oh, was? Ah, ist so schön. Warte mal, warte mal. Aber da sind nur Hisky und, Hä, warum sind da nur Horry zwei? Drauf. Hä, wie nur zwei? Ah, ihr seht auch selbst, ja, kann das sein? Nee, man sieht sich selbst nicht. LOL. Man sieht sich selbst nicht, oh Mann, okay. Warte mal, Marina sieht alle drei, aber wir sehen alle nur zwei. Das ist irgendwie seltsam. Das heißt, wir sind eigentlich Plot-Twist, wir sind alle auch Geister. What the fuck? Okay. Es ging immer ganz herrlich. Schlecht, dann machen wir das für unser Thumbnail. Ganz gut. Warum hat da eigentlich jemand den Türrahmen fotografiert? Okay. So. Vielleicht war es ein sehr schöner Türrahmen. Ah, der Türrahmen, da ist doch der Fingerabdruck drauf. Nicht auf dem. So. Ich sehe keinen. Also, ne, also da ist auf jeden Fall. Irgendwie. Oh, ich muss was machen, schiefgelaufen. Ne? Ich will nicht. Oh, diese scheiß Affe-Tante da, du. Kann man die Tür nicht öffnen? Nein. Ah! Ich wollte auch ein Geräusch machen. Ah, so, jedes Mal schreckt man sich da, ne? Dann geht's weiter, Leute. Ja. Würde ich sagen. Warte. Bereit, wenn ihr es seid. Ich kenne nur, da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Kolos. Phasmophobia. Ja. Wer kommt vom Chat von Hisky? Wer kommt da aus NRW? Einmal kurz Daumen hoch. Schibi auf jeden Fall. Petman kommt aus München. Ja, das ist fast NRW. Na, München gut gegen. Die meisten, die ich kenne, die kommen aus NRW. Das ist das Problem. Ja, es gibt so viel. Es gibt einfach zu viele Leute in NRW. Also das ist... So. Job. Da waren wir jetzt. Ich glaube, da war... In welchen? Ich habe keine Ahnung, in welchen wir noch waren und welchen nicht. Das ist gerade mein Problem. Waren wir Willow Streethouse? Ich sollte vielleicht die Namen sagen. Vielleicht mal wieder ein Farmhaus. Nehmen wir das Farmhaus. Ja. Okay. Gut. So. Also Dragoon schreibt erst aus Saskitter? Leute. Wo ist denn Saskitter? Salzgitter? Saskitter oder Salzgitter? S-A-Z. Salzgitter. S-A-Z-Gitter. Tut mir leid, ich kenn's nicht. Oder aus Saskitter. Kann auch nenn mal eine nächstgrößere Stadt. Sask? Bitte? Salzgitter. Okay, doch Salzgitter. 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 Ja, jo, Sachsen-Anhalt, ne? Kennst du? Echt? Ja. Okay. Nee. Also persönlich stimmt war ich gar nicht, das ist Niedersachsen. Salzgitter? Bei Braunschweig da die Ecke. Oh. Was Gottes Willen, habt ihr immer bei Erdkunde aufgepasst, ey. Und sagen, es kommt mir sehr bekannt vor. Das ist Erdkunde. Wolltest du nicht starten? Salz. Ich google schon. Es gibt Salzgitter. Der ist bei Braunschweig da die Ecke. Niedersachsen, ja. Aber fast Sachsen-Anhalt. Ja. Bagge ist okay. Sachsen-Anhalt. Der Bürgermeister ist Frank Kling. Was? Klingebiel? Ach, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Großstadt in Niedersachsen, okay. Frank? Großstadt? Na gut, ja, kann sein. So, was Hallo. Haben wir denn hier? Michelle Kraft! Wer kennt sie nicht? Michelle Kraft!
die gute Michael Kraft. Geist durch Salz wandern lassen, Geist dazu bringen, Kerze auszublasen. Stelle die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Ja. Komm, dann pack ich schon mal die Kerze ein. Ja. Michael Kraft. Alleine oder in Gruppe? Hat schon jemand Salz? Nö, ich habe keinen Platz mehr. Schlüssel? Schlüssel. War das jetzt das erste Haus, wo ich nichts gesehen habe? Ja, ne? Ja gut, dann nehme ich erstmal das. Geisterorb, Geisterorb. Macht, was ein Geisterorb macht. Existieren. Aber was macht ein Geisterorb, außer dumm rumfliegen? Existiert. Ich habe gesagt, könnt ihr mal bitte die Taschenlampe ausmachen. Danke. Oh Gott, der misst die UV auch? Ja, er ist auch eine Taschenlampe, ja. Ich werde gucken, ob ich eine Geisterorb habe. Ja. Also meine lieben Zuschauer auf YouTube, man sieht halt gerade nichts, weil der Herr Hiski hätte gerne... kein Licht. Ich sehe nur Buggy. Hallo, Buggy. Hallo. Ich sehe gar nichts. Also irgendwie ist die Bude ganz schnell runtergeranzt, echt. Aber ein schöner Kamin. Sehr schick. So, ich weiß auch nicht. Und Kalender. 1968. Naja, Kalender kann man mehr als einmal nutzen, ne? Ja. Musst ein bisschen warten, ne? So gibt's irgendwo noch einen Weg nach oben. Oder nach unten. Ja, da ist schönes Bild. Schönes Bild. Vier fotogene Jungs. Wow, you're in the army now. Oh, you're in the army. Na. Was ist das denn? Hm? Das bremst nicht, alles gut. Von unserem Van. Der Van hat mich gerade richtig erschrocken. Ach so. So, Fingerabdrücke habe ich irgendwie noch nicht gefunden. Sind die beiden oben, oder? Ja, pff, keine Ahnung. Lass die beiden mal allein. Ich glaube, die wollen auch mal so für sich allein sein. Aber ich habe bisher, ich hatte einen Raum gerade, was kälter war, aber nicht so kalt, wo ich denken könnte, so, jetzt ist hier ein Geist. Bitte gib uns ein Zeichen. Das war ich mit dem Radio. So. Gib uns bitte ein Zeichen, damit wir das schnell zu Ende bringen können. Du willst auch, dass wir schnell raus sind, oder, Michelle? Ja? Du solltest erstens die Namen nicht sagen und zweitens, oben ist ein Geisterorb. Ja, Geisterorb. Ich hab's ja immer gewusst, oben ist es. Ich wollte nur unten gucken, weil... wegen. Ah ja, okay. Genau da. Hier drinnen fliegt der Geisterorb herum. So, ich hab Kranken gestorben oder so. Guten Tag. Also es ist schon kalt. Tode. Es ist kalt, es ist 1 Grad, aber es geht nicht unter 0. Habt ihr geguckt, ob es alleine oder in Gruppen? Beides. Ah. Alleine und Gruppen. Okay. Also Fingerabdrücke habe ich noch keine gefunden. Schreibt gerade im Klo. Ich habe dich nicht verstanden, nochmal bitte. Im Klo, das ist vielleicht die maulende Myrte. Oh, ja. Oh Gott. Ja, Michelle, eigentlich heißt sie maulende Michelle. So, ich nehme mal das Buch mit. Wird jemand den Slot frei? Salz? Nee, ich habe keinen Slot frei. Ja, dann machen wir das so. So, ich habe jetzt noch das Salz mitgenommen. Das Salz. Oben? Ich glaube, die sind oben, oder? Ich glaube auch. Wer bist du? Salz, Leute, Salz. Wo? Wo bist du gestorben?
Wie heißt du? Wie ist dein Name? Gib uns ein Zeichen. Das sind so viele Fragen, die muss erst mal antworten. Vor allen Dingen, wer bist du, Salz? Ich hab da mal Salz in die Tür gelegt. Oh, da öffnet sich was. Oh, was? Wo öffnet sich was? Wir haben auch eine Aktivität hier drin. Da! Fußabdrücke! Ja, wir waren das, glaube ich. Ne? Nee, ich glaube, wir können jetzt die nicht mehr auflösen. Jetzt ist die bekannte Frage, Gefriertemperatur. Unter 3 Grad? Eigentlich schon, ne? Schreib ins Buch. Also 0 Grad, danach ist ja... Gib uns ein Zeichen. Wollen wir hier sonst nochmal die Kerze aufstellen? Ach nee, die hast du schon. Ich stell mal kurz die Kerze auf, oder? Aber die ist voll nett, die redet voll nett. Puste die puste die Blase aus. Puste die Kerze aus. Puste die Blase aus. Hallo? Die hat Go gesagt. Also wenn sie Go sagt, dann hau ich lieber ab. Wir gehen ja schon, wir haben es verstanden. Ich hätte auch nicht gern, dass jemand einfach so in mein Haus reingeht. Was hat hier jetzt einfach die Tür zugemacht? Nein! Ich warte. Ja, so, ich dachte. Hat sie es ausgesperrt. Geisterbox? Ja. Jetzt frage ich nochmal, weil ich gerade... UV-Licht. Haben wir? UV-Licht. Also was hat UV-Licht war es, oder? Wer Fingerabdrücke? Achso, wer? Ja, ich nee, ich hab... Ja, das liegt im Van. Oh. Liegt im Van. Da liegt's gut. Ja, hatte ich vorhin die ganze Zeit mit, aber war halt nichts zu sehen, aufheben? So, ne? Ja. Warum kann ich das nicht aufheben? Ja, ich hab's gut. Hallo? Was haben wir denn jetzt alles schon an Hinweisen? Ich habe eine Frage, weil ich gerade ein bisschen unsicher bin. Wegen den Gefriertemperaturen. Beim Autofahren kenne ich das ja auch, dass man unter 3 Grad aufpassen muss. Ja. Wie ist das denn jetzt? Aber richtig gefriert ist ja eigentlich ab 0 Grad runter. Ja. Aber ich habe jetzt 1 Grad gehabt. Das sollte schon unter 0 sein. Ja, schon, schon. Hat geschrieben, Buch, 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 Geisterbuch. Das hat reingeschrieben. Schnell raus. Die da alleine lassen. Also was haben wir jetzt? Geisterbuch? Ja. Geisterbuch, Geisterorb, Geisterbox. Ist eine Mare. Ist eine Mare. Passt das? Im Dunkeln auffällt scheinbar eine Lichter um eine Mare ein, verringert sich die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs. Das ist Mare. Was hat sie denn reingeschrieben? Ja? Jetzt nicht so irgendwas mit Hurt und Inzest. Okay, Inzest, oh. Die tut mir leid, die Mare. Die Michelle. Eieiei. Wenn sie sich im Dunkeln auffällt, oh. Schalt mal Lichter um eine Mare ein, dann gibt sie alle. Okay, also wir müssen einfach nur Licht anschalten. Und ausschalten, wenn wir sehen wollen. Also wir müssen jetzt einfach noch einen Schädel finden, also eine Beweise oder so. Das wäre halt eben auch noch sinnvoll. Und das mit der Kerze noch, oder? Das wäre ganz nett, wenn sie die auspusten könnte. Also wir sollten auf jeden Fall Überlichter machen. Und Beweise suchen. Wir könnten... Ich glaube, Beweise könnten auch irgendwelche Schränken drin sein oder so. War nicht auch immer dreckiges Wasser? War das nicht auch immer noch so ein Ding? Ja, könntest du eigentlich fotografieren. Wenn, also, kannst du Bescheid sagen oder so. Habe ich noch nicht gesehen wieder, deswegen weiß ich nicht. Was? Eine Fotokamera. Ich nicht. Ja, ich. Okay. Buggy ist die Stalkerin. Hier hat schon jemand alle Türen aufgemacht? Ja, das war ich. Sollen wir mal gucken, was im Kühlschrank ist? Nichts. Das beweistechnisch sehe ich hier aber auch nicht viel, ne? Boah, mein Lüfter dreht voll auf. Von der Grafikkarte. Ich habe auch die Schränke alle jetzt aufgemacht, aber... War jetzt auch nichts zu holen da. So, wo sind wir denn hier? Oh, Kürbisse! Oh. Erstmal ein Kürbis. Erstmal drüber laufen, wie es sich gehört. Oh, hier ist extra so ein Halloween-Kürbis.
Hahaha, ist das geil. Darf ich mit drauf? Warte. Ah, geil. Jetzt komme ich raus. Ich kam gar nicht raus. Ist da reinglitschen, wie es sich gehört. Ja. Finden wir hier Glitches, das könnte es. Das wär's ja noch. So, wo sind so, habt ihr noch was gefunden? Nö. Nee. Wir haben nur gehört, dass ihr einen Kürbis gefunden habt. Ja. Ja, so ein Halloween-Kürbis. Und so ein Foto gemacht. Also mit mir, mit dem Kürbis. Okay. Das hast du nicht. Das mit der Kerze hat auch nicht geklappt. Nee, egal. Die wolltest du nicht ausmachen. Wurde nicht klar. Oh. Na, dann gucken wir mal. Kurz vor den Blasen abgeschnitten. Ja, ich wollte jetzt mal richtig gut. Danke. Danke, Spiel. Danke. Aber jetzt, wieso kriegen wir denn nur so wenig Kohle? Weil wir auch Anfänger spielen. Hm. Habt ihr auch nur 20 Groschen gekriegt? Stimmt, wir spielen auf Anfänger, ne? Es ist immer je nachdem, wie man, erstens, wie viele Beweise man findet, wie viele Aufgaben man macht. Und um welche Geister-Events auch, ne? Nee, das nicht. Nur halt eben auf der ersten Seite, da wo du auch das Geld siehst, dann siehst du, wofür du Geld kriegst eigentlich. Und aber habt ihr auch nur 20 Groschen gekriegt? Ich hab 30. Der neue? 30? Oh, ich hab nur 20. Hab ich nicht verstanden. Drachenhannes. Das ist ja Frechheit. Drachenhannes, hi, guten Abend. Schau diesem Chaos zu. Ja, na gut. Okay. Leide bei dir. Ja, gut. Oh, Buggy so, oh, okay, alles klar. Ja, da habe ich nur 20. Ja, ist okay. Voll deprimiert. Oh, ja. So, ja. Das ist der Knochenhannes, super. der Knochenhannes. Ja. Im Schrank. Jetzt lass ich mir nochmal ein flüstern. Oh, Dankeschön. Ja. Also einmal pro Folge müssen wir das machen mit der Tür. Mhm. Jetzt zu spät. Apropos Folge, Buggy. Ja, ich will wohl beenden gerade. Genau. Ja. Ja gut, Leute, dann soll es das erstmal mit dieser Folge wieder gewesen sein. Wir waren ja echt erfolgreich und beim nächsten Mal sehen wir uns dann hier erneut wieder. Schaut auf jeden Fall auch bei den anderen Kanälen da. Oh Mann, Alter. Schaut auf jeden Fall auch bei den anderen Kanälen vorbei, so. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Also herzlichen Dank an Hiski, Marina und den lieben Horri. Und wie gesagt, ja, Entschuldigung. Es macht mich halt nervös, wenn ihr eure Moves macht. Eure Moves. 80 wuschig. Ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Cheerio. Tschö. Bis dann, ciao.